Tremjolok, meine Freunde. Ich bin es wieder, Dovahkiin Char mit LP hintendran. Und heute fahren wir fort mit Let's Play The Elder Scrolls V Skyrim. In der letzten Episode sind wir weiter, also tiefer in Ustengrav vorgedrungen. Wir haben ein paar Draugr und Skelette mit Sniperschüssen abgeholt. Schulterschuss. Und so weiter und so fort. Ihr habt es ja gesehen, wenn ihr es gesehen habt. So. Und heute holen wir höchstwahrscheinlich das Horn von Jürgen Windrufer. Also so weit ist es jetzt eigentlich. Sollte es nicht mehr sein. Und falls es doch so weit ist, dann bin ich untröstlich. Ist es jetzt optional oder nicht? Da ist eine Truhe. Stahlpfeilgold. Okay. Überhaupt fast keine Zauber. Uiuiui. So, da sind wieder Heiltränke. Was mich sehr, sehr glücklich macht. Also, man kann nie genügend Heiltränke haben. Selbst wenn... Wenn man auf Stufe 81 ist und eine dädrische Rüstung hat, die verzaubert ist und all so Zeug und all das. Man kann nie genügend Heiltränke haben. Vor allem hier ist es noch nett mit den Heiltränken. Wenn man jetzt zum Beispiel Divinity 2 nimmt, da restocken die Händler nicht nach 24 Stunden. Da hat man... Nein, ich trage zu viel. Das ist doof. Na gut, Essen. Sonstiges. Was kann ich bei Sonstiges rausschmeißen? Nein, das will ich aber nicht rausschmeißen. Mammutschuss da, ne? Die kann man gut verkaufen. Ja, der ist doch schön. Das brauchen wir nicht. So. Ja. Ich bin sowieso eher so der Sammeltyp. Ich sammle alles auf. Was muss gerade sein? Ich bin die Königin dieser Grabhalle. Okay. Time to get up. Wieso gibt's eigentlich diese Sitzfunktion in Skyrim? Die bringt doch eigentlich fast gar nichts. Das können wir nehmen. Was können wir nehmen? Brot. Ja komm, das wiegt nicht viel. Jaspertrauben. Wendel. Was haben wir da? Ziege, Käsescheiben. Ach, wieso müssen... Ach, die Sachen sind auch so schwer. Da ist ein Eimer auf einem Tisch. Sehr geschmackvoll, muss ich sagen. Okay. So. Hoffentlich gibt es einen epischen Bossfight jetzt hier. Das wäre sowas von cool. Wirbelsäule. Cool. Ich meine, was wäre ein Dungeon ohne epischen Bossfight? Kein richtiges Dungeon. Exactology. Und wer weiß, aus welchem Spiel das ist, der kriegt einen Keks. Einen imaginären Keks von mir. Oh ja, das tut er. So. Was mich jetzt eigentlich auch noch interessieren würde, ist... Oh! Nee, warte. Dumm. Man muss... So ein... Ah, da hängt es ja auch. Tut mir leid, aber das muss sein. So, jetzt machen wir jetzt ein Feuerwerk. Wusch. Boah. Ja, wie das erste Mal, als ich diese lustigen Öl, Petroleum, Öllachen, als ich diese lustigen Lachen da entdeckt habe, habe ich gerade mit einem Feuerzauber eine Frostbissspinne bekämpft. Wow, wow. Du kannst schon mal da bleiben. Ach, du bist noch ein normaler Drauger. So.
Und, ui, da, wir sehen einen Schalter, einen Griff. Der hat ein Gitter geöffnet, sehr schön. So. Ha, Gott. Es ist schön, wenn man Gegner mit einem Schlag niederstrecken kann. Du hast aber ganz schön viel Zeug. Du warst wohl ein reicher Mann damals. Mhm. Trauger. Sehr schön. So. Wisst ihr, was ich noch cool finde? Jetzt hier bei diesen Nords sind eigentlich viele verschiedene Kultureinflüsse zu sehen. Natürlich die nordische Kultur ist wahrscheinlich am prominentesten. Dann die Mumifizierung da. Das haben Bethesda quasi ein bisschen von den Ägyptern übernommen. Weil die haben ja auch ihre Leichen mumifiziert, damit die nicht verwesen. So, Map. Okay, da hat es ein kleines Räumchen, das wahrscheinlich mit kleinen Träumchen gefüllt ist. Heiltränken und vielleicht noch Edelsteinchen! Oh Leute, ich könnte nicht glauben, wie sehr ich mich auf das nächste Projekt, das nächste Jump'n'Run-Projekt freue. Das nach ein Königreich für ein Lama kommen wird. Oh, das wird sowas von geil. Es wird eigentlich bald der Fall sein. Ich habe nämlich nicht mehr so viel zu tun. Oh, Kanzler. Nein, ich trage zu viel. Ich kann nicht zu viel tragen. Ich kann einfach nicht zu viel tragen. Das geht nicht. Na gut, das geht schon, aber... 2. Ah, das gibt 15 Gesundheitspunkte. Hundefleisch. Nom nom nom. Nom, nom. So, jetzt aber. So. Huff. Nein, 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 nein. Nein, wartet, einen Moment. Stoppuhr, danke. Ich habe mein Handy gerade blöd. Ich könnte das natürlich auf die Seite tun. Damit ich nicht ständig mit der Hand dran komme. Hm. Okay. Was könnte ich jetzt erzählen? Jetzt gibt es keine Feinde und so und ich weiß nicht, was ich zu Skyrim erzählen soll. Hm. Ich habe hier gestern die Nägel lackiert. Einfach so vor der Schiss. Und ja, ich habe so Blau- und Grüntöne verwendet. Und ich finde, der tiefblaue Blauton, der sieht am schönsten aus. Der ist so tiefblau. Huiuiui. Oh mein Gott, seht euch das Ganze nur an. Oh, das ist so schön. Ich kann kaum glauben, dass Skyrim schon ein Jahr alt ist. Ein Jahr können wir schon dieses Spiel genießen. Was steckt da bitte fest? Ja, hier haben wir die Skelette voll cool abgeschossen, Mann. Und das Horn von Jürgen Windhofer scheint sich irgendwo dort zu befinden. Ich würde aber noch gerne jetzt hier... Wow! Wow, 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 wow. Okay, vielleicht klappt das nicht in dieser Folge. Mit dem Horn von Jürgen Windhofer. Okay, wir sehen, da müssen wir irgendetwas tun. Hier sieht ein bisschen aus wie ein Dover. Es ist ein Dover, ein Drache. Cool. Cool. Aha, ein Rätsel. Da oben hat das Skelette. Ah, ich weiß schon, was sie tun müssen. Ich weiß schon, was sie tun müssen. Ah, ein Bogenschütz-Skelett. Das hättest du wohl gern, hm? Hm, Nordpfeil. So. Ich weiß nicht, ob das dort optional ist oder nicht. Ah, so viele Wege. Ich mag Sackgassen. Sackgassen. Okay, was? Die Zaubertränke. So viele Zaubertränke der Heilung. Das ist wunderschön. Was ich hier tun müssen. Wir haben ja Wult. Und das bleibt ja nur für eine kurze Zeit lang offen.
müssen einfach mit Wut durchrushen. Weil sonst geht's nicht. Zuerst werde ich mal dort gucken, was da noch so los ist. Oh, das ist so hübsch. Das ist so wunderhübsch. Ja, ein paar Pfeile kann man sich immer holen. Apropos Pfeile. Waffen. Die sind ja stärker als die da. So. Mut. Das sind ganz viele Bänke. Und schön, dass da ein Skelett drauf saß. Nein! Du trägst zu viel. Yay. Wow. Ich liebe es, zu viel zu tragen. Okay. Danke. So. Jetzt tragen wir nicht mehr zu viel. Wieso schleiche ich eigentlich die ganze Zeit rum? Das sind wir so langsam. Och nö. Das kannst du gleich vergessen. So. Jetzt. Könntest du bitte da weggehen? Okay, das hat nichts mit der Trauger. Toll. Tja, das heißt wohl... Uah. Mein Gott, ich bin so heiß, dass ich schon brenne. Der war blöd. Oh, ich weiß nicht, was auf einmal... Wieso jetzt auf einmal der Wurm drin ist. Mein Gott. Vorhin ging das doch so schön mit dem Kommentieren. Ist auf einmal... Steinchen. Und da ist der Durchgang natürlich versperrt. Sehr schön. Okay, das hier war also doch optional. Gut, dass ich nochmal zurückgegangen bin. Ich bin jetzt eigentlich frohen Mutes zu der kleinen Challenge da hingehen. Schreie. Wirbelwindsprint. So. Wirbelwindsprint. Oder? Ja. Vielleicht muss ich... Kann ich dich irgendwie... Firma aktivieren? Nö. Okay. Wult und dann lossprinten. Na. Somehow this isn't working. Why isn't this working? Ja, ich habe noch keinen Tiet. Cool. Muss ich die Steine irgendwie anschreien oder? Nö, das macht nur wenig Sinn. Wohl wartet. So würde es klappen, hätte der erste Stein reagiert. Okay. So. Und renn. Schön, wenn man vergisst, die Wut-Taste zu aktivieren. Aber ich finde es cool, wenn es so Rätsel hat, in so einem Rollenspiel vor allem. Passt manchmal überhaupt nicht rein, aber es ist cool. Und der Tod. Verdammt! Blöde erste Tür. Es geht eigentlich ganz gut mit dem Rennen. So. Nun habe ich bald keine Ausdauer mehr. Nein, du Scheiße. Das erste Tor, da trollt mich sowas von. Ich lasse mich doch nicht von einem Tor trollen.
Na komm. Yeah, wir haben es geschafft. Wuhu! Okay, jetzt können wir eine riesige Spinne bekämpfen. Oder? Ach komm schon, es hat wieder mal Spinnennetze. Wir wissen alle, was Spinnennetze bedeuten. Spinnennetze bedeuten. Riesige Spinnen. So. Okay. Lustig, dass es nur auf einer Seite Spinnennetze hat. Oh. Och, das ist so nicht euer Ernst, oder? Hm. Toll. Ja. Der Boden ist gepflastert mit dem Zeug. Und ich habe noch keinen Feim. Oder? Nein. Sehr lustig. Was aktiviert jetzt wieder Feuer? Ja, noch irgendwo eine Spinne, die es lustig findet, sich selbst zu grillen. Ja, ich bin hier. Hallo. Ach, da oben. Okay, für dich brauche ich. Wo ist mein Schild hin? Ach so. Nein! Jetzt schaut mich auch nur die Spinne. Und Killshot right into the face. So. Die Passage finde ich eigentlich auch noch sehr cool. Ich meine, da muss man wirklich genau dort rumlatschen, wo man sonst nicht rumlatscht, damit man nicht ins Feuer latscht. Latschen. Das hört euch aus den Latschen. Ich weiß, der war jetzt nicht so gut. Wo ist die riesige Frostbisspinne? Nee, kein. Hä? Jetzt auf einmal nicht mehr, oder was? Und... Ja. Hallo, na? Aha, wieso auch immer das jetzt... Brenne, Spinne, brenne! Ja, ich weiß, ich mache ja so viel, wartet. Ich kenne genau den richtigen Schrei dafür. Oh yeah! Frostbisspinnen sind nämlich anfällig für Feuer. Müsst ihr wissen. Ah, vielleicht hat es nicht funktioniert, weil wir geschlichen sind. Oder so. Keine Ahnung. Komm schon. Und tschüss. Okay. So macht man sich den Kampf hier anscheinend sehr viel leichter. Oder? Stimmt das mit dem Steigen? Ah, nein, das stimmt überhaupt nicht. Okay. Puh. Und hier gibt es bald verkohlte Spinnen zum Essen. Nein, ich verkohle euch doch nicht. Alright, zwischen die Zähne. Die Vorder-Dings. Fänge. Was, wie auch immer die bei Achnin heißen. So. Ah, wir haben es bald geschafft. Guckt mal. Das kommt jetzt auch in die Folge rein. Schlitz. Und Holztür. Bald halten wir es in unseren Händen. Das Horn von Jürgen Windhofer. Oh ja. Hey, das sieht aus wie eine Boss Fight Area. Wow. Cool. Ich traue der Sache aber noch nicht ganz. Das sind nämlich zwei Särge. Gräber und. Sollte das Horn da drin sein oder. Hey, warte mal. Moment bitte, wo ist das Horn von Jürgen Windhofer? Rätselhafte Notiz. Hey, was soll das? Gescheitert. Okay, komm. Drachenblut.
Ich muss mit euch sprechen. Dringend. Mietet das Dachzimmer im Gasthaus schlafender Riese in Flusswald und ich werde euch treffen. Ein Freund. Jemand hat das Horn von Jürgen Windhofer vor uns geklaut. Oh mein Gott, was soll das? Oh mein Gott, was für eine Entwicklung! Gut, mit dieser heftigen Entwicklung wollen wir uns jetzt auch... Wow, schönes Grab. Da ist sogar ein Drache. Oh, wie schön. Also, ja, mit dieser Entwicklung wollen wir uns verabschieden. In der nächsten Folge machen wir vielleicht den Dieb-Ding fest. Also, es wird wieder Reisen geben und so, aber... Wir haben gesehen, das Horn ist nicht mehr hier und so weiter und so fort. Blablabla. Bla, bla. Na gut. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und es wäre mega toll von euch, wenn ihr vielleicht kommentieren würdet und vielleicht bei der nächsten Folge wieder reinschaut. Nun, bis dahin, zum Arkmara, meine Freunde.